This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christians died, suffering at the hands of Rome, cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat:
Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Alle Wege führen nach Rom. Evangelikale, wohin? A study of the ecumenical movement reveals that the ecumenical movement is a repudiation of the Protestant Reformation. It is spit in the face of the Protestant reformers, and it is unity with the biblical Antichrist, the Pope of Rome. And that being said, in total, what it is a repudiation of Christ himself. Now that's what I believe. That's what my research has proven. And that's why I condemn the ecumenical movement in the strongest possible terms. And the message that I have belongs to the evangelicals in this country. If you regard yourself as a Protestant or an evangelical, this information is for you, no matter what church you go to. Dieses Buch sollte eine laute Posaune für diejenigen sein, die im Prozess der ökumenischen Bewegung die Fundamente des Protestantismus aus den Augen verloren haben. Die Bibel alleine, sola scriptura. Es geht um die Verteidigung des reformatorischen Erbes und um den Wert des Evangeliums. Beides steht in Gefahr, durch die Dammbrüche in jüngster Zeit bedroht und unterspült zu werden. Der Autor fordert durch dieses Buch den Leser heraus, den Wert dieses biblischen Erbes neu zu erkennen und gegen jeden Angriff zu verteidigen. Dazu muss man natürlich wissen, aus welcher Richtung der Angriff kommt. Deswegen ist das Studieren der Bibel unerlässlich, wo Gott uns nicht nur deutlich sagte, wer der Messias ist, wann er kommt und was er tun wird, sondern auch, wer derjenige sein wird, der sich für ihn ausgibt, der Antichrist. Die Arbeitsweise des Vatikan und die unermüdlichen Krieger dieser Kirche, die Gesellschaft Jesu, also der Jesuitenorden, berücksichtigend, wird dem aufmerksamen Leser und Zuschauer deutlich, wie der Teufel die Ignoranz der Masse ausnutzt, sein Ziel zu erreichen. Anbetung zu erfahren, die dem Schöpfergott der Bibel alleine zusteht.
According to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order, as they are, of course, first in priority in the Catholic Church's ecumenical responsibility. The legate and ecumenical officer of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America and president of the National Council of Churches. Wir leben in einem Klima zunehmender Gleichgültigkeit gegenüber unserer Geschichte. Das hätte der Autor hier nicht besser sagen können im ersten Satz auf Seite 149 des Buches, als ich das immer sage. Als ich noch befreundet war mit Walt Stickel von Grand Design Exposed, habe ich immer gesagt, die Generation, die heute auf dieser Erde ist, ist die Generation, die am weitesten entfernt ist von Gott und von seiner Lehre, die jemals auf dieser Erde gewandelt hat. Und ich kann das natürlich schwierig vergleichen, ich habe ja früher nicht gelebt, aber dass wir in einem zunehmenden Gleichgültigkeitsklima unserer Geschichte gegenüber leben, ist ja wohl mehr als deutlich. Und das bestätigt genau das, was Tapper Saucy damals sagte in seinem Buch, wo ich ja die Zusammenfassung von Herrscher des Bösen auch gemacht habe, dass in der Zukunft nur noch Leute, die das amateuristisch studieren, Geschichte studieren, nur noch Leute sein werden, die halt aus amateuristischen Gründen Geschichte studieren werden, weil in der Schule das eben nicht mehr gelehrt wird. Nicht mehr in der Schule und nicht mehr in den Universitäten. Ja, so weit ist es inzwischen leider gekommen. Die Menschen glauben, was heute ist, ist wichtig. Was gestern war, ist uninteressant. Und das, obwohl viele Leute meinen, Geschichte wiederholt sich selbst. Anstatt dann mal probieren, Geschichte auch zu studieren. Der Zeitgeist hat uns auf alles eingestimmt, was jetzt ist und was neu ist. Der Materialismus und ein bequemes Leben haben uns vorgegaukelt, wir hätten Fortschritte gemacht und uns als Menschen weiterentwickelt. Ja, natürlich, deswegen leben wir ja auch in einer Welt, die die Evolutionstheorie lehrt. Diese Illusion wird vom Fernsehen, diesem modernen Hausgötzen, genährt. Es will uns weismachen, wir hätten den Planeten und unsere Zukunft im Griff. Naja, die Erde ist kein Planet, aber das vergebe ich dem Autor hier mal, dass er das sagt. Nun, auch dieses Kapitel ist ein Kapitel, worüber man eigentlich ein ganzes Buch schreiben könnte. Sogar ganze Bibliotheken könnte man mit diesem Thema Verfolgung und Inquisition füllen. Es gab auch mal eine Zeit, wo darüber solche Dinge gemacht wurden, wo tatsächlich ganze Bibliotheken mit solchen Themen gefüllt wurden. Aber heute ist das unterdrückte Wahrheit. Heute ist das unterdrückte Geschichte. Ich weiß aus Amerika, Tom Fress hat mir das erzählt, dass vor so vielen Jahren, als er noch jung war und in die Schule ging und in die Kirche ging, dass es damals mehr oder weniger verpflichtete Lektüre war, das Buch
Acts and Monuments, das den meisten wahrscheinlich besser bekannt ist als Fox's Book of Martyrs, zu lesen. Heute ist das Buch schwierig zu bekommen und wird ganz sicher weder in Schulen noch in Universitäten oder sonst irgendwo öffentlich noch gelehrt und schon gar nicht in irgendwelchen Kirchen. Verfolgung und Inquisition, wir sprachen ja vorher schon im letzten Kapitel Märtyrer und Heilige darüber und das wird auch in diesem Fall wieder zurückkommen. Märtyrer oder Verräter? Die römisch-katholische Kirche nimmt im Grunde, und das wird immer deutlicher, das war im letzten Kapitel schon deutlich geworden, das wird in diesem Kapitel noch deutlicher, die römisch-katholische Kirche nimmt Verräter an Jesus Christus, an dem wirklichen, einzigen Jesus Christus aus der Bibel, aus dem echten, einzigen Sohn Gottes, und macht sie zu Märtyrern in ihrer satanischen Kirche. Und das wird auch nochmal ganz deutlich, sobald wir hier in dieses Buch ein wenig mehr hineingehen. Wie gesagt, wir leben heute in einem Klima zunehmender Gleichgültigkeit gegenüber unserer Geschichte. So fing Kapitel 13 an. Und Kapitel 14 lässt sich im Grunde in derselben Richtung fortsetzen. Fangen wir doch mal an. Jene, die unser christliches Erbe verteidigen, sind besorgt über die Art und Weise, wie der Vatikan die Medien nutzt, um aus Schurken Heilige zu machen. Und über seine langjährige Praxis, jene heilig und selig zu sprechen, die Jahrhunderte hindurch weithin als Verfolger der wahren Kirche angesehen wurden. Ein altes Beispiel ist der heilige Dominikus, der einen eigenen Orden gründete, die berüchtigte Inquisition einführte und die Hauptverantwortung für die Verfolgung von, zwischen Anführungszeichen, Ketzern, das heißt Juden und bibelgläubigen Christen, übernahm. Ein weiterer Mann in dieser Tradition ist Ignatius von Loyola, dessen Gesellschaft Jesu eine insgesamt raffiniertere Organisation vom Vatikan gebraucht wurde, um dieselbe Rolle nach der Reformation zu übernehmen. Ja, der einzige Grund, weshalb die Gesellschaft Jesu, La Compagnia de Jesus, überhaupt gegründet wurde, war, um die Konterreformation, die Gegenreformation einzuleiten und eben dafür zu sorgen, dass die Reformation wieder nichtig gemacht wird und alles, was die Reformation hervorgebracht hat, nichtig gemacht wird, dass der Papst wieder über die Könige der Welt regieren kann, wie er das im dunklen Zeitalter tat. Und da geht es ja auch im Augenblick ganz deutlich hin. Nun, weil ich das hier heute aufnehme, will ich die Bemerkung mal eben fallen lassen. Ich bin gerade eine Dokumentation am Schauen vom YouTube-Kanal John Wycliffe, Babylon Has Fallen, Babylon ist gefallen. Ist gerade heute veröffentlicht worden, am 15. Oktober. Am 14. Oktober ist es veröffentlicht worden, aber ich guck's heute am 15., an dem Samstag, an dem Sabbat, wie gesagt. Und in den ersten 3 Minuten habe ich da bereits einen Kommentar drüber geschrieben. Das ist vielleicht ganz interessant. Ich zeichne das hier auf, dass man das für die Zukunft eben mal festhält, dass ich das heute gleich gesagt habe. Beweis. In der Dokumentation kommt am Anfang ein sicher Alan Greenspan vor, den die meisten ja wohl kennen, als früheren Vorsitzender der Federal Reserve Bank in Amerika. Und wir wissen ja, von wem die kontrolliert wird. Und das sind ja eben nicht die Juden. Und die sprachen da über, wie was in Venezuela passiert war und wie das Land Venezuela damals, das ist ja jetzt schon einige Jahre her, als Alan Greenspan da Vorsitzender war, wie Venezuela im Grunde kaputt gemacht wurde. Und da dachte ich, ist das vielleicht ein prophetisches, eine prophetische Aussage hierüber? Weil seit gestern, seit dem 14. Oktober, hat die Gesellschaft Jesu einen neuen General gewählt, einen neuen schwarzen Papst, den 31. in ihrer Geschichte. Interessant, dass wir also nach dem 33. zugehen, vielleicht ist das ja ihr Ziel, insgesamt 33 schwarze Päpste zu haben. Weiß ich ja nicht. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, dieser neue schwarze Papst kommt aus Venezuela. Zufall? Weiß ich nicht. Aber doch eine interessante Sache, um mal drüber nachzudenken in der Zukunft. Ne? Also damit habe ich den Denkanstoß jetzt schon mal gegeben.
Und wie gesagt, die Gesellschaft Jesu wurde hauptsächlich oder einiger eigentlich nur dafür gegründet, um die Reformation wieder zunichte zu machen, um sie zu vernichten. Der jetzige Papst zum Schreiben des Buches, also Papst Johannes Paul II., schlug die Heiligsprechung Königin Isabellas von Spanien für das Jahr 1992 vor, rechtzeitig zum 500. Jahrestag der Reise des Kolumbus zur neuen Welt. Nun, Königin Isabella entsandte zwar den großen Entdecker, doch rief sie auch die spanische Inquisition unter Torquemada ins Leben und vertrieb 200.000 Juden wie auch zahlreiche Moslems und Protestanten, bibelgläubige Christen, aus Spanien. Dessen ungeachtet wurde Isabella vom Vatikan als, Zitat, eine große Christin hingestellt. Jüdische und muslimische Proteste jedoch zwangen den Vatikan schließlich, das Vorhaben zu überdenken und Isabella 1992 nicht heilig zu sprechen. Im September 1987 bestand der Plan, Vater Junipero Serra, den Gründer des kalifornischen Missionssystems im 18. Jahrhundert und ein aktives Mitglied der spanischen Inquisition, während des Papstbesuches in Carmel, Kalifornien, selig zu sprechen. Vor diesem Besuch hatte es bereits 2 Jahre lang eine Junipero Serra Gedenkbriefmarke gegeben, die von den Amerikanern für unzählige Auslandsbriefe benutzt wurde. Das war nur eine der Werbemaßnahmen zur Vorbereitung der öffentlichen Meinung. Und über diese Gedenkbriefmarke muss ich eben nochmal eine Fußnote euch vorlesen, die der Autor hier einfügt. Die Herausgabe der Serra-Gedenkmarke durch die US-Postbehörde steht in krassem Gegensatz zur Entscheidung der britischen Post, keine Gedenkmarke zum 500. Geburtstag Thomas Cranmers im Jahr 1989 herauszugeben. Cranmer, Erzbischof von Canterbury unter 3 Königen, war ein Gründer der Kirche von England, war Mitverfasser des Allgemeinen Gebetsbuches und zusammen mit den Bischöfen Latimer und Ridley ein Märtyrer in Christi in Oxford. Die Entscheidung der Postverwaltung des Geburtstages Cranmers nicht mit einer Sondermarke zu gedenken, war vermutlich gut gemeint, um Anstoß zu vermeiden und die ökumenische Einheit zu fördern. Doch letztlich kommt sie einer Leugnung der wahren Geschichte unserer, also der englischen Kirche, und unserer Nation gleich. Ja, während man Katholiken heilig spricht, feiert, Gedenkmünzen und Briefmarken und was weiß ich nicht alles rausgibt und sogar Filme drüber dreht und, passiert dasselbe mit protestantischen Führern, wie in diesem Fall Cranmer, nicht. Ist ja schon fast erstaunlich, dass so viel gesprochen wird über den 500. Jahrestag der Reformation in Deutschland 2017, dass man Luther überhaupt noch erwähnt. Aber wie gesagt, wenn man sehen will, wie die Deutschen Luther gedenken, dann muss man sich ja nur mal das Video von Walter Veit angucken, wo er die Wartburg besucht hat und ständig nur gequasselt wurde von dieser Prinzessin Elisabeth. Und Martin Luther als Säufer und Dummkopf und was weiß ich nicht immer nur dargestellt wird. Schaut euch das Video von Walter Veit mal an oder besucht die Wartburg selber und ihr werdet sehen. Alles ins Lächerliche und Negative ziehen, was mit Gott, mit dem wirklichen Gott zu tun hat.
aber auf jeden Fall geht es darum, dass der Autor uns hier mal ein wenig deutlich machen will, dass wenn es keine Wachleute gibt, die die Schlafschafe wachrütteln, die Wölfe die ganze Herde auffressen werden und wir nichts davon merken. Und genau so ist das im Moment auch. Ne? Und wir müssen wirklich warnende Stimmen haben. Und durch die letzten Jahrhunderte hatten wir immer solche warnenden Stimmen. Im sogenannten Alten Testament waren es die Propheten, die gewarnt haben. Im sogenannten Neuen Testament waren es die Apostel aus der frühen Kirche, die uns gewarnt haben. Deswegen lesen wir ja das Neue Testament, wo hauptsächlich Paulus uns davor gewarnt hat, was auf uns zukommt. Und später waren es Leute wie die Reformatoren, Luther, Calvin, Zwingli, Wycliffe, Tyndale, Huss, Cranmer, Ridley, Scott. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Und ich tue immer denen Unrecht, die ich nicht aufzähle, wenn ich sie dabei nicht nenne. Aber das waren warnende Stimmen, die selber aus der römisch-katholischen Kirche rauskamen, erkannt hatten, was da los ist und die uns gewarnt haben und die uns das Licht gegeben haben und damit das dunkle Zeitalter beendet haben. Und dann gab es eine ganze Menge Schriftsteller, protestantische Schriftsteller, die diese Warnfunktion später im 17., 18., 19. und auch im 20. Jahrhundert übernommen haben. Fürs 20. Jahrhundert zum Beispiel nehme ich ja hier jetzt den Michael Dissemblian, Alle Wege führen nach Rom. Und auch ganz sicher Lorraine Bettner mit seinem Buch Roman Catholicism. Und im 19. Jahrhundert Henry Grattan Guinness, James Edgar Wiley. Schriftsteller, die alles daran gesetzt haben, die Leute in England und in den Vereinigten Staaten von Amerika zu warnen vor der Gefahr, die Rom darstellt. Vor allen Dingen, die sie darstellt, wenn Rom in der Unterzahl ist. Rom verhält sich in Ländern, wo es die Macht nicht in den Händen hält, ganz anders als in Ländern, wo es die Macht in Händen hält. In Spanien agiert die römisch-katholische Kirche anders als im protestantischen England zu der Zeit oder als im protestantischen Amerika zu der Zeit. Warnende Stimmen. Welche Stimmen gibt es heute, die noch warnen? Welche Stimmen gibt es heute noch, die uns vor dem Antichristen warnen, die uns warnen, aus dem Schlaf aufzuwachen und aufmerksam zu sein und aufzupassen und die Doktrin und die Lehre von Jesus Christus aufrechtzuerhalten? Nicht mehr so viele, fürchte ich. Und ich hoffe, dass Lesungen wie dieses Buch weitere warnende Stimmen hervorbringen können. Und dass wir später sagen können, auch dieses Buch, was Michael Dissemblian geschrieben hat und was der Jörg dann gelesen hat, hat vielleicht jemanden aufgewacht und hat dafür gesorgt, dass es weitere warnende Stimmen gab. Kein vernünftiger Protestant kann sein Vertrauen in die Versprechungen des Vatikans setzen. Eine Kirche für alle Fälle. Semper eadem, immer dieselbe, doch anpassungsfähig, willfährig, sich mit der Umgebung vermischend, wird sie stets diejenige Sache zu ihrer eigenen machen, die ihr Einfluss verschafft. Das ist ihre Politik und das ist ihre Diplomatie und das ist ihr ökumenisches Konzept. Kein vernünftiger Protestant kann sein Vertrauen in die Versprechungen des Vatikans setzen. Was hat die ökumenische Bewegung erreicht seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Doch genau das, dass die Protestanten ihr Vertrauen in die Versprechung des Vatikans setzen. Der Vatikan, gerade eben hier beschrieben, wie ein Chamäleon, anpassungsfähig, willfährig, sich der Umgebung vermischend, wie ein Chamäleon. Und damit die Infiltrierung leicht gemacht oder angefangen.
Als Billy Graham sich im Oktober 1964 in einer Fernsehdiskussion mit Kardinal Cushing unterhielt, sagte dieser zu ihm, Zitat, Sie, Graham, haben einen großen Beitrag zum ökumenischen Geist geleistet, weil sie ein Banner für die Tatsache entrollt haben, dass die Christen mehr Gemeinsamkeiten haben als Uneinigkeiten. Ende Zitat. Das ist genau das, was seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nur noch gepredigt wird. Lasst uns darüber sprechen, was wir gemeinsam haben. Lasst uns nie darüber sprechen, was uns entzweit, was wir nicht gemeinsam haben. Also ich habe mit der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel nicht gemeint, dass wenn ich Brot breche, dass das für mich nicht Jesus Christus ist, den ich aus dem Himmel runterhole in das Stück Brot rein, wie sie das machen mit der Transsubstantiation. Solange die römisch-katholische Kirche solche Dinge lehrt, kann ich doch als Protestant gar nicht zu ihr zurückkehren. Aber dazu müsste ich natürlich wissen, was die Bibel sagt, und da die meisten Leute die Bibel nicht lesen, ist es natürlich für die römisch-katholische Kirche leicht, die Leute unter ihre Fittiche zurückzuholen. Ich rufe ins Gedächtnis, dass die Reformatoren keine übereifrigen Fanatiker oder Narren waren. Ihre Augen hatte der Heilige Geist geöffnet. Luther, Calvin, Knox, sie alle sahen diese furchtbare Ungeheuerlichkeit in der Bibel dargestellt und verstanden ihre Warnungen. Selbst auf die Gefahr hin, ihr Leben zu verlieren, erhoben sie Einspruch und leisteten Widerspruch dagegen. Sie stellten sich gegen Rom. Die römisch-katholische Kirche ist eine Fälschung. Es ist Lug, sie ist Trug, sie bedeutet Prostitution von der schlimmsten und teuflischsten Art. Sie ist in der Tat eine Form des Antichristen. Sie muss abgelehnt und gebrandmarkt, vor allem aber, sie muss bekämpft werden. Es gibt nur ein Mittel, sie zu bekämpfen. Ein auf biblischer Lehre gegründetes Christentum. Ein Christentum, das lediglich predigt, komm zu Christus oder komm zu Jesus, kann vor Rom nicht bestehen. Ein solches Christentum wird wahrscheinlich am Ende die Zahl derer, die zu Rom gehören, eher noch vergrößern. Leute, die evangelistische Feldzüge durchführen und sagen, ihr seid römisch-katholisch? Dann geht zurück in eure Kirche, verleugnen die Lehre des Neuen Testaments. Wir müssen diese Menschen warnen. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert über die christliche Kirche hereingebrochen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.
Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel. Ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folterbänke, ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen, ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. It is often easy to forget how far this country has come. And there are a lot of people in this room tonight who themselves, or their parents or grandparents, came here as immigrants, made a life for yourselves, took advantage of the American dream and the greatest system that has ever been created in the history of the world to unleash the individual talents, energy, and ambition of everyone willing to work hard. Now, as you may know, my running mate, Tim, is Catholic and went to Jesuit schools. And one of the things he and I have talked about is this idea from the Jesuits of the Magis, the more, the better. This idea from the Jesuits of the Magis, the more, the better. Als Billy Graham sich im Oktober 1964 in einer Fernsehdiskussion mit Kardinal Cushing unterhielt, sagte dieser zu ihm, Zitat, Sie, Graham, haben einen großen Beitrag zum ökumenischen Geist geleistet, weil Sie ein Banner für die Tatsache entrollt haben, dass die Christen mehr Gemeinsamkeiten haben als Uneinigkeiten. Ende Zitat. Das ist genau das, was seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nur noch gepredigt wird. Lasst uns darüber sprechen, was wir gemeinsam haben. Lasst uns nie darüber sprechen, was uns entzweit, was wir nicht gemeinsam haben. Also ich habe mit der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel nicht gemeint, dass wenn ich Brot breche, dass das für mich nicht Jesus Christus ist, den ich aus dem Himmel runterhole in das Stück Brot rein, wie sie das machen mit der Transsubstantiation. Solange die römisch-katholische Kirche solche Dinge lehrt, kann ich doch als Protestant gar nicht zu ihr zurückgehen. Aber
Dazu müsst ihr natürlich wissen, was die Bibel sagt. Und da die meisten Leute die Bibel nicht lesen, ist es natürlich für die römisch-katholische Kirche leicht, die Leute unter ihre Fittiche zurückzuholen. America is in many ways divided. Thank you. America is in many ways divided like it's never been before. And the great religious leaders here tonight give us all an example that we can follow. We're living in a time and age that we never thought possible before. The vicious barbarism we'd read about in history books, but never thought we'd see it in our so-called modern-day world. Who would have thought we would be witnessing what we're witnessing today? We can also agree on the need to stand up to anti-Catholic bias, to defend religious liberty, and to create a culture that celebrates life. Solche Übertritte werden von der Haltung so mancher liberaler Kirchenmänner gewiss nicht gehindert. Richard Harris, der Bischof von Oxford, beschrieb den Wechsel eines örtlichen Priesters zur römisch-katholischen Kirche als, Zitat, nicht als Abtrünnigkeit, sondern als Chance, als Gelegenheit, um ein deutsches Wort zu gebrauchen, in einem anderen Zweig der Familie Gottes seinen Dienst zu tun. Ende Zitat. Church of England Newspaper, April 1989. Ein anglikanischer, ein orthodoxer, ein protestantischer Priester wechselt zur römisch-katholischen Kirche. Und Richard Harris, der Bischof von Oxford, beschrieb diesen Wechsel nicht als Abtrünnigkeit, sondern als Gelegenheit, in einem anderen Zweig der Familie Gottes seinen Dienst zu tun. Wie viele Zweige der Familie Gottes gibt es denn seines Erachtens? Und wie viele Zweige der Familie Gottes gibt es denn folgens der Bibel? Das kleine Horn stritt wieder die Heiligen und behielt den Sieg über sie und wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Viele glauben, dass dieser Teil der Prophetie in den vielen Jahrhunderten grausamer Verfolgung bibelgläubiger Christen durch das päpstliche Rom umfassend in Erfüllung ging. Im finsteren Mittelalter, während der Inquisition und bis hin zur Französischen Revolution. Und ich füge da hinzu, nein, noch viel weiter. In der modernen Zeit des 20. Jahrhunderts mit den beiden Weltkriegen und allen anderen Kriegen, die seitdem geführt werden. Und ganz sicher mit dem Krieg gegen den sogenannten Terrorismus, den wir seit dem 11. September 2001 sehen. Ein weiterer Kreuzzug des Vatikan gegen bibelgläubige Christen, hauptsächlich auf dieser Welt. Evangelikale Minderheiten vom heutigen Papsttum nicht mehr Ketzer, sondern fundamentalistische Sekten genannt, werden in einigen römisch-katholischen Ländern immer noch verfolgt. Ja, natürlich werden sie immer noch verfolgt, evangelikale Minderheiten. Fundamentalistische Sekten nennen sie die hier 1993, heute nennen sie die Terroristen, wie auch immer, vor allen Dingen, wenn es bibelgläubige Christen sind. Okay, der Term Ketzer ist vielleicht nicht mehr da, oberflächlich, aber wenn ich den Namen verändere, verändere ich ja nicht die Position oder die Situation der Leute. Es geht immer noch um dasselbe. Es geht immer noch um Andersgläubige, die, welchen Namen ich ihnen auch gebe, immer noch verfolgt werden. Hier 1993 beim Schreiben des Buches und hier und heute 2016, wo ich das Buch lese, immer noch. Und das wird auch so bleiben bis zum Ende der Zeit, bis Jesus zurückkommt.
Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer im 17. Jahrhundert Bunyan, die Übersetzer der King James Bibel und die Männer, die das Westminster Bekenntnis, Mortimer und Latimer, und das Baptistenbekenntnis verfassten. Sir Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards und in jüngerer Zeit Spurgeon, Bischof J.C. Ryle, Martin Lloyd Jones, ich nenne da auch noch gerne bei Henry Gretton Guinness, James Edgar Wiley. Diese Männer und viele andere sahen das Amt des Papsttums als den Antichristen, der an die Stelle Christi tritt, das neue Gesicht des alten Heidenkultes, das Geheimnis Babylon, von dem die Bibel spricht. Sie sahen dies alles in der Schrift. Das Wort Gottes wurde für sie eine lebendige Offenbarung. Sie sahen, wie viele auch heutzutage, die falsche Braut, die Hure, die am Ende der Zeit gerichtet werden soll, in der Beschreibung von Offenbarung Kapitel 17, Verse 1 bis 6. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatte, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, und mit welcher die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und das Weib war mit Purpur und Scharlach bekleidet und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinigkeit ihrer Unzucht. Und an ihrer Stirne einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich gar sehr, als ich sie sah. Ende. Reformatoren erkannten den wahren Charakter des römischen Systems und wussten, dass sie sich deutlich dagegen stellen mussten. Wenn sie damals recht hatten, haben sie auch heute noch recht. Gottes Wort ist unwandelbar. Dies waren die Männer, denen einer aus ihrer Schar, John Knox, das Zeugnis gab, dass sie, Zitat, das Erscheinen des Herrn lieb hatten. Alle trugen eine ungeheure Last für die Seelen derer, die in den Fesseln eines solchen bösen Systems lagen. Festgehalten, wie Martin Luther sagte, in der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Die Reformatoren und ihre Erben waren große Gelehrte, die das Wort Gottes kannten. Und sie kannten den Heiligen Geist als lebendigen Lehrer. Sie durchschauten die falschen Auslegungen biblischer Prophetie und die klugen Verführungen der Jesuiten und der Gegenreformation, und sie kämpften für den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist, wie wir in Judas 3 lesen können. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch zu schreiben mit der Ermahnung, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden. Sie wussten, die Reformatoren, dass jeder Christ die Verantwortung hat, ein Wächter zu sein und nicht nur einige wenige, die den besonderen prophetischen Ruf haben, die Dinge beim Namen zu nennen. Von der Zeit kurz nach der Reformation an bis ins späte 19. Jahrhundert war ihre geschichtliche Deutung des Antichristen in den meisten Bibelkommentaren zu finden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Jedenfalls wissen wir von keiner einzigen Auslegung der letzten 50 Jahre, die diese Auffassung vertritt. I just want to put you all in a basket of adorables. And you look so good in your tuxes, or as I refer to them, formal pantsuits. It's a special honor to be here with Your Eminence. Now, I know, Your Eminence, you were criticized for inviting both Donald and me here tonight. Wir leben in einer Zeit,
in der das Christsein unerhört schwierig ist, in einer Zeit massiver Gleichgültigkeit aller Gesellschaftsschichten gegenüber dem Evangelium. Und schon nach diesem ersten Satz muss ich natürlich einen Kommentar einbringen. Wir leben in einer Zeit, in der das Christsein unerhört schwierig ist. Das stimmt. Wenn du als Christ in dieser Welt bist und du sprichst mit anderen Menschen darüber, dann wirst du ständig nur belächelt, ausgelacht, verhöhnt, beleidigt oder sonst wie nicht ernst genommen. Wir leben in einer Zeit massiver Gleichgültigkeit aller Gesellschaftsschichten gegenüber dem Evangelium. Wie kommt das? Weil man heute, 2016, sich mal umschaut, dann laufen schon die Dreijährigen mit ihrem iPhone rum. Ich habe da letztens einen Ausdruck drüber gehört, wie man in Deutschland dazu sagt. Sie nennen das ein Smombi. Von Zombie und Smartphone zusammengesetzt. Smombi. Ein Smartphone-Zombie. Ich würde mich auch mal freuen, wenn es dafür deutsche Ausdrücke geben würde, aber es geht halt darum, dass die Leute so abgelenkt sind und so eingefangen sind in dieser... Ja, hier kann man doch schon beinahe schon von einer künstlichen Matrix sprechen, die aufgemacht wird über das Internet und wo die Leute reingezogen werden von, ach, ich kann jetzt meine Filme überall gucken. Habe ich letztens eine Reklame gesehen im deutschen Fernsehen vom, nach dem Motto, damit irgendeinem Telefon da ja, irgendeinem Telefonprovider in Deutschland, Telefonanbieter, der jetzt das möglich macht, dass man sein Fernsehen, sein Lieblingsprogramm überall gucken kann. Auch auf dem Weg zum Einkaufen oder beim Einkaufen und solche Sachen. Immer, wie weit geht denn das noch? Dass wir dann irgendwo mal eine massive Gleichgültigkeit erreichen gegenüber dem Evangelium, ist ja normal, weil es wird uns ja nicht mehr gelehrt. Es wird total als unnötig erachtet. Also das ist doch das Letzte, woran heute noch ein Mensch denkt. Das Wort Gottes. Ist das nicht furchtbar? Ich meine, ich kann da immer nur auf diesen einen Satz zurückkommen, der mir schon seit einiger Zeit im Kopf rumschwirrt. Hatte ich auch eine Zeit lang auf meinem Skype als Bericht draufgeschrieben. Die Frage ist ja nicht, warum es Gott zulässt, dass so viele Menschen sterben. Die Frage ist, warum die Menschen nicht das Gratisgeschenk von Gott annehmen für das ewige Leben. Das ist doch die Frage. Jeder läuft hier durch das Leben und macht sich Sorgen und denkt an den Tod und all solche ganzen Sachen. Und denkt gar nicht über den Sinn des Lebens eigentlich nach und entdeckt den in der Bibel, so wie es eigentlich gedacht ist. Dafür ist die Bibel ja geschrieben worden. Die Bibel ist unser Handbuch durchs Leben. Wir finden darin Antwort auf alle Fragen. Wir wissen, wer uns geschaffen hat, warum er uns geschaffen hat. Wir wissen, warum wir hier sind. Wir wissen, wohin wir gehen. Wir wissen, woher wir kommen. Alles steht in der Bibel drin. Es ist im Grunde ganz einfach. Nur die Leute wollen es nicht mehr. Und gleich dieser erste Satz in diesem 20. Kapitel, als ökumenische Konsequenz, bitteschön, muss man das eben verstehen, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der Christsein unglaublich schwierig ist, in einer Zeit massiver Gleichgültigkeit aller Gesellschaftsschichten gegenüber dem Evangelium. Man kann ja hingehen, wo man will, das interessiert ja keinen einzigen. Ein liberales Christentum, das die großen Wahrheiten des Glaubens leugnet, die Bibelkritik und eine vom Zeitgeist bestimmte Schriftauslegung der Theologen, der rapide Aufstieg des Islam und anderer Weltreligionen, das Wachstum der Mormonen, der Zeugen Jehovas und anderer Sekten, dazu der Vormarsch multireligiöser Gemeinschaften und der gefährlichen New Age-Bewegung, das alles zehrt an der geistlichen Kraft des Volkes Gottes. Naja, solange man sich von solchen Sachen natürlich beeinflussen lässt, was ein bibelgläubiger Christ nicht tun sollte. Aber doch interessant, dass wir hier schon lesen vom rapiden Aufstieg des Islam und das Buch ist erschienen 1993, vor 23 Jahren, bitteschön. Da sprach er von dem rapiden Aufstieg des Islam. Da war ja nun mal gerade die islamische Revolution in Iran vorbei, 1978 oder 1979, wann das war mit dem Ayatollah, 1993, das liegt ja dichter dabei. Da sprechen wir schon vom Aufstieg des Islam und anderer Weltreligionen. Ich erinnere mich noch in den 80er Jahren, dass ich in Hamburg mal bei so einer Krishna-Gemeinde war. New Age und Buddhismus ist das natürlich. Und
auch Scientology, die zu der Zeit unglaublich aufgekommen sind. Das ist natürlich alles, ja, diese gefährliche New Age-Bewegung, eben auch Scientology. Ganz gefährlich. Und das alles zerrt an der geistlichen Kraft des Volkes Gottes. Naja, also wenn man fest in der Bibel steht, dann nicht. Und das sollte man natürlich, aber das ist eben das Problem. Die meisten kennen die Bibel nicht mehr und lassen sich dann von jeder dieser neuen Sekten, jeder dieser neuen Bewegungen, lassen sich beeinflussen und suchen da ihr Heil drin, weil sie Bibel nicht mehr kennen. Nun, Gläubige müssen mit dem wachsenden Einfluss eines anderen Geistes, den ihr nicht empfangen habt, oder eines anderen Evangeliums, das ihr nicht angenommen habt, rechnen, wie wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 4 lesen können. Was wir brauchen, ist mehr Klarheit, mehr Unterscheidung, mehr Wachsamkeit. Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Menschen oder Gott gefallen wollen. Ja? Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Menschen oder Gott gefallen wollen? Da geht es drum. Wenn ich Gott gefalle, dann missfalle ich wahrscheinlich den meisten Menschen. Genau so hat es Jesus auch erlebt, als er auf dieser Erde war. Um Gott zu gefallen, wirst du den meisten Menschen missfallen. Wir müssen uns entscheiden, jeder Einzelne, wir müssen uns entscheiden, was für uns wichtiger ist. Harmonie durch Kompromisse und Zugeständnisse in diesem Leben mit allen anderen oder keine Kompromisse, aber dafür aufrecht vor Gott stehen können. Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Menschen oder Gott gefallen wollen, müssen wählen, dem römischen Katholizismus entweder öffentlich beizupflichten oder ihn öffentlich abzulehnen oder ihn öffentlich bloßzustellen, ihn öffentlich anzuprangern als die Kirche Satans, die der römische Katholizismus ist. Bei der Bekämpfung seiner Irrlehren müssen wir deutlich machen, dass wir zwischen dem römischen Katholizismus und den römischen Katholiken unterscheiden. Zwischen dem religiösen System einerseits und den Menschen, die ihm verhaftet sind, andererseits. Ich liebe alle Katholiken. Ich hasse ihre Hierarchie, ihre Glaubensdogmatik. Genauso wie es in der Offenbarung auch drin steht mit den Nicolaitans. Wie heißt das jetzt im Deutschen? In Offenbarung 2, Vers 6 heißt es: Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche auch ich hasse. Ja, und da sind viele Leute, die interpretieren diesen Satz wieder vollkommen falsch. Sagen von, oh, Jesus hasst die Nikolaiten, Jesus hasst Menschen. Nein, 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 man muss es richtig lesen. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche auch ich hasse. Die Werke, da bezieht sich das drauf. Genauso ist das mit den Katholiken. Wir müssen zwischen dem römischen Katholizismus und den römischen Katholiken unterscheiden. Zwischen dem religiösen System einerseits und den Menschen, die ihm verhaftet sind, andererseits. Die Menschen müssen wir lieben, aber das System, in dem sie gefangen sind, das System, dem sie folgen, das müssen wir entblößen, da müssen wir vorwarnen und auf diese Art und Weise diesen Menschen helfen, da rauszukommen aus dem System. Es gibt keinen neutralen Boden. Da kann natürlich jetzt ein Atheist sagen, ja gut, aber ich glaube eben an nichts. Ja, das ist auch ein Glaube. Wenn ich an nichts glaube, glaube ich auch an etwas. Ich glaube nämlich daran, dass ich nichts glaube. Das ist auch ein Glauben, ne? So verrückt, wie das klingt. Deswegen ist Atheismus ja auch eine Erfindung der Jesuiten. Davon mal abgesehen. Aber es gibt keinen neutralen Boden. Leute, das ist eben der Punkt. Es gibt nur weiß oder schwarz. Es gibt nur Wahrheit oder Lüge.
Es gibt nur Gott oder Antigott, also Christus oder Antichrist, Gott oder Satan. Und wir müssen Stellung beziehen. Die Bibel hilft uns, dass wir lernen, welche Stellung wir beziehen sollten. Ich meine, wenn wir natürlich so selbstzerstörerisch sind und sagen von, ach, das macht uns alles nichts aus, dann sterbe ich eben den ewigen Tod, mir doch wurscht, dann ist das so, wenn man das Leben verleugnet. Okay. Ich habe leider einen Freund, der das tut. Und deswegen kann ich mit dem auch über diese ganzen Sachen nicht reden, weil das interessiert ihn in feuchten Käse, ganz ehrlich gesagt. Aber wenn man das Leben liebt, wenn man hier auf dieser Erde alleine schon gerne ist und wenn man noch lieber in einer Welt ist, ohne Lügen, unter Jesus, dann gibt es keinen neutralen Boden. Da muss man sich für die gute Seite entscheiden. Man hat immer die Möglichkeit der Wahl. Gute Seite oder schlechte Seite. Freie Wahl in der Hinsicht, die haben wir. Wir haben die Möglichkeit der Wahl. Das heißt nicht, dass wir einen freien Willen haben. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben die freie Wahl. Es gibt keinen neutralen Boden. Entweder bin ich für Gott oder ich bin gegen Gott. Und wenn ich nicht für ihn bin, bin ich automatisch gegen ihn. Ich bin nicht neutral gegenüber ihm. Das gibt es nicht. Es gibt zwei Seiten und ich muss mich für eine entscheiden. Und das ist der Unterschied der Lehre der Bibel gegenüber dem Unterschied der Lehre der Menschheit. Es gibt keinen neutralen Boden. Katholiken selbst haben das stets mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Zitat: Die römische Kirche ist entweder das Meisterwerk Satans oder das Königreich des Sohnes Gottes. Ende Zitat. Das betonte so Cardinal Manning. Sein Zeitgenosse und Kollege Cardinal Newman sagte mit gleichem Nachdruck, Zitat: Ein Priesterstand gehört geschichtlich zum Wesen der Kirche Roms. Ist dieser nicht von Gott eingesetzt, dann ist er dogmatisch das Wesen des Antichristen. Ende Zitat. Das können wir nachlesen in Romanism and the Reformation von Dr. Henry Gretton Guinness. Das Buch habe ich ja schon öfter gelobt und hier auch schon mal zitiert. Kapitel 16 damals. Wer sich in dem heutigen Klima und immer bedenken, Leute, wenn ich das hier lese, wir sprechen hier über Anfang der 90er Jahre, über 20 Jahre zurück. Und dann zieht mal selbst die Parallelen, was man alles davon heute noch genauso sehen kann oder vielleicht sogar noch schlimmer, noch deutlicher als damals. Wer sich in dem heutigen Klima bei einer solch starken ökumenischen Strömung schwankend zeigt, erweckt den Eindruck, als pflichte er den Irrlehren Roms bei. Wer nichts sagt, enthält all jenen die Wahrheit vor, die innerhalb der anglikanischen und katholischen Kirchen noch in den von Menschen gemachten Fesseln des Ritualismus verstrickt sind und sich zur Erlangung der göttlichen Gnade auf die Sakramente der Priesterschaft und die Priesterschaft verlassen. Wenn evangelische Führer neben prominenten Katholiken auf Konferenzen und ökumenischen Veranstaltungen stehen, und sei es nur als Namen auf dem Programmzettel, dann kommt das einem Einverständnis mit den unbiblischen Glaubensgrundsätzen gleich. Das Neue Testament spricht ebenso deutlich von Trennung wie das Alte Testament. Zitat aus Epheser Kapitel 5, Vers 11. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 17 lesen wir: Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und das ist geschrieben im Geiste unter Bezug auf Jesaja 52, Vers 11, wo wir lesen: Weichet, weichet, zieht aus von dannen, rühret nichts Unreines an, zieht weg aus ihrer Mitte. Reiniget euch, die ihr des Herrn Geräte traget. So sagt es Jesaja. Und in dem Geiste ist es von Paul geschrieben im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 17, was ich gerade vorgelesen habe.
Dr. Francis Schaeffer sagte, dass man angesichts dieser Lage die Wahl habe zwischen drei Möglichkeiten. Hört mal gut zu. Lieblose Auseinandersetzung, keine Auseinandersetzung und liebende Auseinandersetzung. Also, ich habe die Wahl. Ich setze mich lieblos mit denjenigen, die eine andere Lehre vertreten auseinander. Ich setze mich gar nicht mit ihnen auseinander oder aber ich setze mich liebend mit ihnen auseinander. Nur die dritte Möglichkeit, liebende Auseinandersetzung, ist biblisch. Jene Führer in den Gemeinden, die das Problem und seine Gefahren sehen und die zu ihrer eigenen Entschuldigung sagen, das ist nicht mein besonderer Ruf oder es ist nicht der rechte Zeitpunkt, befinden sich nicht im Einklang mit der Heiligen Schrift. Wie der angesehene Bibelausleger Matthew Henry sagte, Zitat, das Böse nimmt Überhand, wenn gute Männer schweigen. Ihre Mitglieder sind eine kleine Herde und gering an Zahl. Ein oder zwei hier, zwei oder drei dort. Einige in diesem Bezirk, einige in jenem. Doch sie sind es, die die Welt erschüttern, die die Zukunft von Königreichen durch ihre Gebete verändern. Sie sind es, die aktiv an der Ausbreitung der Erkenntnis des wahren, unverfälschten Glaubens mitwirken. Sie sind die eigentliche Lebensader des Landes, Schild, Schutz, Stütze und Halt einer jeglichen Nation, der sie angehören. Ende Zitat. Glaubensstreitigkeiten, das wusste Bischof Ryle wohl, sind eine hässliche Sache. Zitat. Es ist schwer genug, den Teufel, die Welt und das Fleisch ohne privaten Streit im eigenen Lager zu bekämpfen. Doch noch schlimmer als sich zu streiten ist es, wenn falsche Lehren ohne Einspruch und unbehelligt geduldet werden. Nur durch Streit konnte die protestantische Reformation den Sieg davontragen. Wenn die Ansichten mancher Menschen richtig sind, dann hätten wir nie eine Reformation haben sollen. Um des Friedens willen, welchen Frieden, hätten wir bis zum heutigen Tag die Jungfrau Maria verehren und uns vor Bildern und Reliquien verneigen sollen. Der Apostel Paulus war der aufrührerischste, streitbarste Charakter in dem ganzen Buch der Apostelgeschichte und deswegen wurde er mit Ruten geschlagen, gesteinigt und als tot liegen gelassen, angekettet in den Kerker geworfen, vor die Obrigkeiten gezerrt und er entkam nur knapp einem Mordanschlag. So entschieden waren seine Überzeugungen, dass die ungläubigen Juden in Thessalonik sich beschwerten, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch hierher gekommen. Gott erbarme sich jeder Pastoren, deren Hauptziel das Wachstum ihrer Organisation ist und deren Hauptsorge darin besteht, dass ihr Boot nicht schwankt. Sie mögen der Auseinandersetzung entkommen, aber dem Richterstuhl Christi werden sie nicht entkommen. Gottes Wort entstand die Welt. Und Christen verkünden ihren Glauben durch das gesprochene Wort. Zitat. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Römer Kapitel 10, Vers 9. Es gibt
keine heimlichen Christen, keine, die nicht ihren Glauben vor den Menschen kundtun. Wer sich aber unter diesen abtrünnigen und sündigen Geschlecht meiner und meiner Worte schämt, sagte Jesus, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wie wir in Markus Kapitel 8, Vers 38 nachlesen können. Alle, absolut alle, die ihre Stimme erheben, die den Verfälschungen der biblischen Wahrheit die Stirn bieten, alle, die kämpfen für den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist, sie mögen ein verstreutes Volk sein wie die Christen in Asien, an die Petrus seinen ersten Brief schrieb, oder wie jene, auf die sich Bischof Ryle bezog. Umgeben von so viel Lüge, umgeben von so viel Verwirrung und Kompromissbereitschaft, sind sie wie ihre mutigen Vorfahren bereit, die Stellung zu halten und den verführten Millionen auf ihrem Weg in die Zerstörung des Lichts des Evangeliums zu reichen. In einer Ansprache vor dem britischen Evangelischen Rat im Jahre 1969 brachte einer von ihnen, der als wahrhaft prophetische Stimme für seine Zeit und darüber hinaus gilt, ihren Widerstand kraftvoll zum Ausdruck. In jener heute wie damals wichtigen Botschaft zitierte Dr. Martin Lloyd Jones 1. Korinther Kapitel 14, Vers 8, Zitat: Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Und machte seine Überzeugung deutlich, dass der Feind nicht nur heimlich ins Lager gekommen, sondern dass er übermächtig und zügellos gegenwärtig ist. Blas zum Alarm, rief er mit Donnerstimme. Blas zum Alarm! Eine abtrünnige Christenheit vereint die Weltreligionen, die unter der Oberfläche so blutrünstig sind wie eh und je. Wenn die Religionen der Welt sich mit dem New Age verbinden und ein großes ökumenisches, multireligiöses Monopol bilden, wird Gottes kleine Herde noch einmal wieder wie Lämmer sein, die zur Schlachtbank geführt werden. Wacht auf, ist der Ruf des Wächters, koste es, was es wolle. Unsere Verantwortung besteht darin, allen, die wir erreichen können, die Wahrheit zu verkünden und mit doppeltem Einsatz zu beten, dass Christi Worte aus Matthäus 7, Vers 22 auf sie nicht zutreffen mögen. Zitat: Es werden nicht viele an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folterbänke, ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen, ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe
das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normal gesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes. Und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert über die christliche Kirche hereingebrochen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft. Wenn wir jetzt das Thema der heiligen Traditionen untersuchen, gilt es zunächst zu erkennen, in welchem Ausmaß der einzelne Katholik durch Glaubensbekenntnisse gebunden ist, alle Zusätze der Kirche zur Heiligen Schrift anzuerkennen. Das ist ein sehr wichtiger erster Satz, weil es geht darum, dass ich als Katholik gebunden bin, alle Zusätze zur Heiligen Schrift anzuerkennen. Das, was die Heilige Schrift darüber sagt, das lernen wir nachher auch noch, wenn ihr es nicht sowieso von euch selber wisst. Ein solches Bekenntnis enthält folgenden Absatz, Zitat: Die apostolischen und kirchlichen Traditionen und alle anderen Anordnungen und Vorschriften der Kirche erkenne ich als wahr an und nehme sie mit aller Entschiedenheit an. Darüber hinaus achte und bekenne ich ohne Zögern alles, was durch die heiligen Rechtsbestimmungen und die allgemeinen Konzilien, insbesondere durch das Heilige Konzil von Trient und durch das Vatikanische Allgemeine Konzil überliefert, bestimmt und erklärt worden ist, in besonderer Weise hinsichtlich des Primats und der Unfehlbarkeit des römischen Papstes. Diesen katholischen Glauben, außerhalb dessen niemand errettet werden kann, welchen ich jetzt offen bekenne und welchem ich wahrhaftig anhange, denselben verspreche und schwöre ich zu halten und zu bekennen bis zum letzten Atemzug. Ich spreche also, wenn ich mich als Katholik hier bekenne, von dem
Heiligen Konzil von Trient. Und ich kann ein Ding garantieren. Die meisten Menschen, die das sagen und dieses Heilige Konzil von Trient einhalten, die haben keine Ahnung, was in dem Konzil von Trient, das zwischen 1545 und 1563 stattfand, überhaupt besprochen wurde. Welche Dogmen und Traditionen die römisch-katholische Kirche dort festgesetzt hat. Und ich glaube, dass wenn sie wüssten, welche über 100 Verdammungen in dem Konzil von Trient damals ausgesprochen wurden, die meisten sogar sagen würden, dass sie das nicht anerkennen. Aber da sie es nicht wissen, ist sowas ja leicht gesagt, weil dass die Leute mal selbst solche Sachen studieren und nachlesen, bevor sie solche Eide ablegen, was anderes ist dieses Glaubensbekenntnis ja fast nicht. Ja, wenn ich schwöre, zu halten und zu bekennen, ja, dann ist das ein Eid, den ich ablege. Ich schwöre etwas. Und auch dazu hat die Bibel etwas zu sagen, zu dem Schwören. Aber dazu später mehr. Nur wenn sie es wüssten, dann glaube ich, oder wenn sie sich darüber wirklich bewusst wären, was sie da tun, dann glaube ich, würden einige Leute doch zumindest davon zurückschrecken. Mein Schlussendlich will ja jeder Katholik. Und deswegen lehre ich ja hier nicht gegen Katholiken selber, sondern gegen die Lehre, die sie vertreten oder die Lehre, die ihnen indoktriniert wird, die ihnen aufgedrängt wird. Jeder Katholik will doch im Grunde nur Gutes tun. Er glaubt, Jesus zu kennen. Er glaubt, Jesus und seinem Wort zu folgen. Und läuft deshalb in diese Falle der römisch-katholischen Kirche. Und es lässt sich ja nun mal nicht anders ausdrücken. Es ist ja nun mal leider so, dass die römisch-katholische Kirche hier die Leuten abzwingt, zu schwören, zu halten und zu bekennen, bis zum letzten Atemzug, alles, was ich hier gerade eben zitiert habe. Also normal ist das in meinen Augen als bibeltreuer Christ nicht. Das Bekenntnis des Katechismus macht Zusätze zur Heiligen Schrift, die ein solches Vorgehen jedoch ausdrücklich verbietet. Auf den Katechismus zu schwören, untersagt die Schrift ebenfalls. Im 5. Buch Mose 4, Vers 2 lesen wir, Zitat, ihr sollt nichts dazu tun, ihr sollt nichts hinzutun zu dem Worte, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, damit ihr die Gelobte des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Ende Zitat. Und im Neuen Testament, im Buch von Jakobus, Kapitel 5, Vers 12, lesen wir, Zitat, vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein, und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter das Gericht fallt. Ende Zitat. Also, meines Erachtens ist die Bibel hier ziemlich deutlich in Bezug auf Zufügen oder Hinweglassen von der Schrift und in Bezug auf Eide schwören. Ziehet nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Dann was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Alles, was ich gerade eben vorgelesen habe, ein kleiner Auszug der letzten fünf Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, erklärt uns, warum Bibelgläubige und Jesus treue Christen nicht an der ökumenischen Bewegung
teilnehmen sollen, sondern wie es hier geschrieben steht, dass wir uns ihnen herausgehen sollen und uns absondern sollen und nicht vereinen sollen, nicht in eine Weltreligion, nicht in eine Weltordnung unter dem Antichristen. Davor warnt die Bibel und diese Warnung dürfen wir nicht in den Wind schlagen. Neben den gerade gehörten Eiden, die die Katholiken ablegen, ist dieses eine weitere Warnung von Gott, dass wir uns absondern sollen und nicht vereinen sollen. Wir sind alle eins in Christus, aber in dem Christus der Bibel und nicht dem des Katholizismus.